Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Ja, letztes Mal sind wir hier in die Brutstätte reingegangen und haben ziemlich was auf die Mütze bekommen, weil wir natürlich auch sehr gut gespielt haben, wie immer. Genau. Ja, wir haben jetzt keine Träte mehr. Und dementsprechend halt auch keine krassen Pfeile mehr. Also wir haben jetzt nur die normalen und die Feuerpfeile. Und die, ja, und die ganz krassen Pfeile haben wir auch noch. Aber ich will die mir mal aufbewahren. Oh. Okay, 5 können wir wählen. Also diese Zersprenger-Pfeile will ich mir aufbewahren, falls wir einen heftigen Fight bekommen. Also nicht so kleine, sondern wirklich krasse Bossgegner oder so, keine Ahnung. Könnte ja sein hier. Oh, die coole Kletterwand, dankeschön. Ich bin fast im Herzen. Achso, ja cool. Ja, entweder das oder wir kommen langsam raus. Aber das sieht hier wirklich schon viel hell aus. Und von hier kann man ja auch voll gut rein sneaken. Aber ich weiß nicht, ob das so der Plan ist. Ist da unten noch was? Ich glaube nicht. Nein. Oh, da ist noch was. Das habe ich gesehen. Na gut. Nein! Oh, halt dich doch fest. Bin ich hellwach. Ja, warum denn? So werden also Maschinen gemacht. Sie werden aus Licht gesponnen. Ich empfange aus allen Richtungen Signale. Euer Brüllrücken. Also muss ich wohl am Schluss gegen den kämpfen. Was ist da unten? Was ist? Überraschend, dass na gut, dann sammle ich die später. Überraschend, dass kein Alarm gekommen ist, beziehungsweise keine Viecher. Ich meine, die haben mich ja entdeckt und sogar Alarm geschlagen.
Tür der Feuer. Warte mal. Herstellen. Gut, ihr brücke den Kern. Aber da komme ich ja nicht rein. Rennen. Manchmal rennt die einfach so überhaupt nicht. gut. Warte. Oh Gott. Das ist gerade nicht so gut. Wie soll ich denn da denn zurechtkommen? Schon heftig. Die da einfach geblieben ist. Und sich könnte. Egal. Und sich könnte hier gleich schon wieder aufgehen. Dumm. Na gut. Machen
der Fall hin. Die letzte. Und hier noch eine Falle. No. Dann hier. Gut. Schade. Okay, das lilane. Ah, doch. Okay, ich dachte schon, das ist random. Aber anscheinend ist das lilane doch noch hier. Das ist ganz gut. So, dann hier sind die Fallen. Dann wollen wir mal. Ich versuche mal zuerst die Kleinen zu killen. Der kann ja dadurch. Gut, jetzt nur noch du und ich. Ich brauche Fleisch. Irgendwie. Ich
die überhaupt kein Damage? Was mache ich hier kein Damage? Und das soll ab Level, das soll ab Level 8 sein. Wie hätte ich das schaffen sollen? Notizbuch, Maschinenarten. Ja, Feuerüberbrückung. Schwäche Eis. Stärke Feuer. Aber Eis habe ich ja nicht. Harte Außenhülle. Herstellen. Fallen. Schockfalle. Munition. Ach so, verursacht beim Aufprall keinen Schaden. Ach, deswegen. Hoher Stoßschaden. Mhm. Pfeile. Schockpfeile kann ich irgendwie nicht schießen oder was? Da muss ich mal kurz schauen. Munition, das und das. Ja, cool. Okay, also Schockschaden kann ich gar nicht machen. Okay.
einfach. Ja. Ja. Stein gegen Metall. Gut. Dann können wir nochmal auf jedes da was machen können. Du warst doch geschockt. Ja, cool. Schnell.
ich brauche mehr. Also ich habe halt keinen Draht, ne? Ich brauche mehr von den Präzisionspfeilen. Das ist das Problem. Sie werden aus Licht gesponnen. Ich empfange aus allen Richtungen Signale. Warte mal, kann ich mir Draht herstellen? Also logisch wäre es natürlich nicht, aber das wäre natürlich cool. Wenn ich sowas könnte. Herstellen. Gut, aber also an sich war es gerade schon ein bisschen besser. Das wäre halt gut, das wäre halt cool, wenn ich sowas zerlegen könnte. Schnelle Heilung. Zerlege Ressourcen. Okay. Inventar, Rohstoffe. Zerlegen. Was habe ich dafür jetzt bekommen? Ganz nochmal. Ja, und jetzt? Warte mal. Aber ja, okay. Warte mal, Inventar. Munition. Okay, die kann ich dann nicht zerlegen. Also ja, ich hätte auch weiterschauen können, ne? Also, oder weiterlesen, ne? Zerlege Ressourcen in 50% ihres Metallscherben-Ding. Ja, wow. Schnellere Heilung ist natürlich auch gut. Zusätzliche natürliche Ressourcen beim Sammeln brauche ich gerade nicht. Ich mache mal schnellere Heilung. Meine Fallen verbraucht. Eine hast du noch.
So. Also die Schockdinger werde ich wahrscheinlich, also will ich erst benutzen, wenn ich alle Sucher getötet habe.
Junge, Junge, Junge. Und hier ist immer noch ein Draht, wo der nicht durchgekommen ist. Oh Mann, was für ein fetter Penner. Uiuiui. Und jetzt bekomme ich Draht. Na dann, wollen wir mal. Das hilft mir, sie zu überbrücken. Ja, ach so. Kraser Sägezahn kann ich, Plünderer und Lanzenhorn. Stufe 13 erreicht. Alter, das war ein heftiger Kampf. Das war super heftig. Das brauche ich vielleicht noch. Routine, keine Antwort. Okay. Aktivproduktion, Warnung Eindringling, Quelle extern. Gegenmaßnahme, Warnung Eindringling, Fang weigert. Okay. Eieieiei. Ja, cool. Jetzt kann ich auch Säbelzahn-Dinger überdingsen. Ja, cool. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. War auf jeden Fall heftig. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.